Hallo, herzlich willkommen im. Das hat auch noch keinen Namen, Jenny. Das müssen wir noch einen verfinden. Das ist momentan das Crazy Hospital. Guck dir an, da laufen Leute mit Töpfen auf dem Kopf. Warum haben sie einen Kopf auf dem Kopf? Auf dem Kopf. Siehst du? Ja, es ist eine. Es geht drunter und drüber. Und die Warteschlange wird immer länger. Was ist da euer Problem? Ich möchte an dieser Stelle übrigens mal betonen. Kann man zwei so eine Diagnosetable dahin? Dazu? Wir können noch ein zweites. Das sollen wir vielleicht tun. Zweites Diagnosezimmer. Genau, Joscha wollte an dieser Stelle betonen, dass wir das natürlich erstmal auf den Fun-Faktor hinspielen und nicht auf den, wir optimieren alles bis ins ganze Detail-Faktor. Ich kann mir vorstellen, es verwirrt mich immer, dass der Typ mir dazwischen quatscht. Aus dem Radio. Okay, wir bauen jetzt mal noch her. Genau, also wenn es schwieriger wird, dann gibt es mehr Konzentration. Ja, ich meine, genau, jetzt gibt es Spaß und Gelaber. Normal würde ich halt irgendwie immer Pause drücken, wahrscheinlich. Also fünf Zimmer bauen, bevor es über weitergeht, ne? Ja. Ewig durchs Personal scrollen. Aber ich finde es ja ein bisschen nett vor uns hin. Ja. Okay, überlege dir, zusätzliche Pflegekräfte einzustellen. Echt? Mehr Pflege? Steht da unten als Tipp. Ja, aber. Okay. Achso, vielleicht auch, weil wir jetzt die Station gebaut haben. Okay, wir brauchen ja mal noch einen Pfleger an. Uiuiui. Genau. Also Krankenpfleger. Mhm. Okay, Sophie Kistner. Ob die auch gut küssen kann? Grüner Daumen. Streitet gern. Reizbar. Findet also Comics kommt. Gut. Ja. Lauren, reizbar. Würde dich zum Spaß auf der Rechnung sitzen lassen. Hallo. Hallo. Inspiriert, unmotiviert. Also wie kann man denn inspiriert und unmotiviert gleichzeitig sein? Die Wetter. Ich bin ja immer zweifelsfrei für die Mitte, oder? Ja. Ah, hier. Sein. Alter, was denn da? Auch von der Schlange an unserem. Popcorn-Automaten? Nee, es ist Drinks. Achso, er sieht sie jetzt nachgefüllt, sie hat, deshalb war das eine Schlange. Perp. 10! Ja, okay, Joscha, los, mehr Desk da rein. Okay, wir brauchen ein extra neues Zimmer quasi, ein neues Arztzimmer. Echt? Ja, kannst nicht, okay. Also, Arztzimmer. Viele Patienten stehen vor dem Ärztezimmer Schlange. Okay, aber es sind keine okay. verfügbar. Warte, wir machen mal kurz Pause. Ja, ist gut. Okay, hier läuft ja so ein großer Gang dann scheinbar durch. Ne? Hier sind ja so Eingänge auch nach draußen. Mhm. Das heißt, das wird so ein großer. Ich wollte es nur dein visualisieren. Finger weg, dann macht es doch hier in die Ecke. Genau, das also, ist doch, passt genau, ich doch will, hier. Will nur einmal, also es geht ja dann hier, geht dann so einer so eine. Ah, die sind ja nicht mehr parallel zueinander. Es wird ein bisschen, okay, es wird ein bisschen verschlungen. Ja, es soll halt nicht ganz so sterilisiert von außen aussehen. Steril. Von oben, meine ich, sorry. Ja, ich würde halt gerne, diese Arztpraxis, ne, die ist ja eher zuerst der erste Kontakt. Eigentlich müsste das natürlich weiter nach vorne gelagert sein. Eigentlich müsste man das, die Psychiatrie, und endlich müsste hier die Arztpraxis und die Psychiatrie weiter hinten drin sitzen. Ja, aber das umzubauen ist zu teuer, glaube ich. Kann man? Du kannst es doch verschieben. Kann man das ganze Zimmer verschieben? Ja. Aber ich weiß nicht mal, wie du es vorhin gemacht hast. Grundriss bearbeiten. Klick mal. Und jetzt kannst du es, glaube ich, ziehen. Ja. Da ist doch schon so ein. Nee, da, ja. Und jetzt kannst du es nehmen und droppen. Das ist gar nicht so hoch. Wie er jetzt. Wohin droppen? Da hinten in die Ecke. Vielleicht. Da ganz hinten ran? Ja. Erstmal. Wir brauchen eh mehr als eins später. Das ist ja eine psychiatrische Anstalt hier, die wir betreiben. Okay. Und kein Krankenhaus. Okay, komm erstmal da hinten hin. Und dann auf Ja musst du drücken. Ja. Genau, können wir jetzt hier nämlich. Dann können wir hier vorne noch. Noch eine zweite Arztpraxis hinballern. Ja. Der bleibt da einfach stehen, der wird gar nicht sehen, wie ihm. Geschieht. Das kannst du nämlich, kommst du nämlich hier rein, gehst dann erstmal zum. In die Doc. Diagnose, ne? Ja. Der Doktor sitzt natürlich so, müssen wir rumsitzen. A Zockerman. So, mitten rein. Aktenschrank daneben. Jenny erzählt übrigens gleich in dieser Folge. Haben wir versprochen, so was finden wir eigentlich alles so im Krankenhaus? Und warum? Und wo? Ne? Ja. Guck mal, das ist so ein Fancy, der hat hier so ein Poster. Es ist so ein Typ mit, ja, mit so einer Glühkrankheit. Ah, geil, guck mal, wie in der Luft hängt. Ja, ich glaube, der wird jetzt auch so. Der wird jetzt da rüber jumpen. Whoop! So geil. Geil. Der hat auch schon wieder Post. Oh, wir haben ganz schön viel Post. Entleuchtungslinie benötigt. Auf diese Leuchteköppe. Ja.
Ah, interessant, du kannst sie auch nach Hause schicken. Diese ja, wenn du das nicht bauen willst. Okay. Wir könnten hier Platz lassen, dann könnten wir noch was vorbauen später, weil es ist noch so viel hier, ne? Diese Ecke noch, ne? Ja, dann lass uns die Entleuchtungsklinik, die ist doch klein, oder? Die könnte da in die Ecke. Ja, ich überlege gerade, ob wir erstmal noch eine Allgemeindiagnose bauen, die haben wir noch nicht. Mal quasi ein bisschen spezieller. Aber scheinbar scheint 3 ist immer das Minimum, ist ein bisschen ungünstig. Dieser Mittelgang ist jetzt halt nicht mehr so ideal hier. So, ne, dieses. Dann geht er halt so in die Ecke. Ich meine, wer jemals im Krankenhaus war, der weiß, es gibt moderne Krankenhäuser, wo alles gerade ist, und es gibt alte Krankenhäuser, wo alles so verwinkelt ist, weil du versuchst, so viel Zeug wie es geht, auf wenig Platz zu quetschen. Das geht nicht wegen der Tür. Nee, auch 3x3 ist das Problem. Ich will das ja. Ha, willst du so viel offen lassen? Das würde jetzt halt ein sehr großes. Vielleicht drückst du mal auf Pause, solange du nicht so recht weißt, was du brauchst, immerhin. Das weiß ich die ganze Zeit nicht. Dieser Raum ist halt so ungünstig, ne? Okay, ich meine, die Station können wir noch bis hierhin erweitern, auf jeden Fall. Das ist jetzt ein sehr großer, ungenutzter Raum halt hier, weil wir eigentlich so einen Gang haben, den ich nicht vollbauen will. Ich will jetzt hier nicht was vor die Tür bauen. Und hier kann ich auch nichts mehr vorbauen, weil es 3x3 sein muss. Ja. Hier würde es hinpassen. Aber da ist hier ein riesen leerer Raum erstmal drin. Ja, da kannst du später ja vielleicht noch was hinbauen. Und es ist halt so Allgemeindiagnose, die will ich auch nicht so weit wegballern. Und hier wäre sie aber zu krass eigentlich. Dann musst du die Stühle 1 versetzen. Ja, hier so, dann wird es ein bisschen enger hier vorne. Ja. So, du kaufst du 2 Bänke. Ja, aber die können wir erst verlagern. Ja. Genau. Sieh dahin. Erzähl doch mal den. Genau, was wir so im Krankenhaus finden. Okay. Ich hatte letzte Folge ja schon mal kurz angefangen. Also es gibt natürlich die Chirurgie in jedem Krankenhaus, da wird operiert im Allgemeinen. Es gibt in großen Krankenhäusern Extrastationen, die heißen dann, was weiß ich, Gefäßchirurgie. Da operieren sie dann halt wirklich nur Gefäße. Also alles, was mit den Gefäßen zu tun hat, Gefäßkrankheiten, Verstopfungen, Thrombosen, was weiß ich. Es gibt Millionen Krankheiten. Genau, die hast du in jedem Krankenhaus. Und meistens hast du eigentlich auch immer eine Dermatologie, das sind die Hautkrankheiten. Denn es gibt extrem viele gut- und bösartige Hautkrankheiten. Dementsprechend hat fast jedes Krankenhaus auch dementsprechende Dermatologie. Dann gibt es natürlich die Gyn- und Geburtshilfe. Das ist eigentlich auch fast in jedem Krankenhaus vorhanden. Allerdings gibt es halt echt Krankenhäuser, die sind super spezialisiert darauf. Das heißt, die haben so eine mega große Geburtshilfestation und auch Kinderstation. Das hat nicht jedes Krankenhaus. Also klar werden im Notfall Patienten auch aufgenommen, wenn sie noch Kinder sind, in Krankenhäusern, die keine Kinderstation haben. Aber gerade stationäre Behandlungen sind meistens ja Dinge, die sehr unschön sind, weil das sind dann so Krebspatienten, die noch ganz jung sind oder wirklich Kinder, die lange da bleiben müssen, also die nicht nur wegen Brüchen kommen, 2-3 Tage, sondern wirklich lange, und dementsprechend gibt es da halt nicht so, also ne, nicht jedes Krankenhaus hat so eine große Kinderstation. Dann gibt es eigentlich immer eine was gibt es denn noch, warte, es gibt sonst Neuro natürlich, Neurochirurgie. Sind halt die ganzen Diagnosen und Behandlungen von Erkrankungen, die das Nervensystem betreffen. Da habe ich auch schon öfters gearbeitet drauf. Das war auch immer sehr ein bisschen schwieriger. Also was ich gerne mag, ist Traumatologie. Das sind alles Knochen, also alles Knochenbrüche. Da sind auch Patienten, mit denen du dann halt wieder Übungen machst, dass sie wieder laufen üben. Oder du bewegst sie durch, also den Körper durch, wenn sie sich selber nicht bewegen können eine Zeit lang, um Atrophie, also Muskelschwund zum Beispiel, zu verhindern. Das war immer super schön. Du hast natürlich auch immer eine Station, wo die Patienten, also die Koma-Patienten, liegen. Die ist meistens gar nicht so groß, je nachdem, was für ein Krankenhaus man hat. Das ist auch sehr seltsam, sag ich mal. Also wenn du auf so einer Station arbeitest, Da merkst du, dass das Leben so ein bisschen fehlt, weil da gibt es halt keine Interaktion mit den Patienten, weil die im Koma liegen. Ja. Du redest zwar mit denen und bewegst sie. Wir lesen erstmal vor. Wollen wir die Reporter hier reinlassen? Sally F- F-
Thick Blanket und versucht gerade den mysteriösen Gestank, der von der Meridung-Farm ausgeht. Sie hat angefragt, ob sie uns zwar einen Bericht über das Krankenhaus besuchen könnte. Sollte das Krankenhaus sie beeindrucken, wäre das sicher gut für unseren Ruf. Was meinst du? Naja, das können wir schon hin. Ey, come on, das sieht doch echt schon ganz gut aus jetzt. Ich habe jetzt hier gerade diese Entleuchtungslinie noch gebaut, ne? Reporter kommt gleich. Wir müssen heile 3 Patienten in Topferei. Das checke ich noch nicht so ganz, wo das geht. Oh Gott, sie ist da. Ist gut, da ist sie, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Können wir sie sehen? Die hat bestimmt auch so eine Kamera um den Hals hängen. Aber es ist eine Radioreporterin, ist unterwegs. Das ist ganz ein Rock'n'Roller, Alter. Gott, diese Verrückten, ey. Der redet aber mit der Pflanze, der Typ. Der ist echt ein bisschen weird, ey. Ne, erstmal soweit nicht erstmal. Soweit so gut. Okay. Jetzt kurz überlegen, was wir als nächstes reinballern noch. Wir haben jetzt 2 Arztpraxen, eine Apotheke, eine Allgemeindiagnose. Eine Station, eine Psychiatrie, ein Pausenzimmer, Toiletten, eine Entleuchtungslinie. Ah, und das hier, diese Topferei. Die habe ich auch noch nicht in den anderen Online. Die brauchen wir, weil das sind die Leute, die den Deckel auf den Kopf haben. Ja. Wollen wir das erstmal hier reinbauen, ja, ne? Den Topf auf den Kopf. Und dann können wir. Oh, 4x4 sogar. Okay, Abbruch. 4x4, gucken wir mal. Und dann bauen wir halt so, das hat es halt in der Ecke des Zimmers. Ja. Nee, ja, so vorgezogen. Was ganz unten? Hier aber dann vorziehen, oder was? Naja, oder du fängst in der Ecke an, dann hat es halt eine Ecke des Zimmers, aber ja nicht schlimm, dann sieht es wenigstens so schön aus, ja. Geht das? Nee, es gefällt ihm nicht. Ach so, okay, es muss schon 4x4 sein, es müsste dann irgendwie sowas sein. Ne, das finde ich auch noch nicht so gut. Wir jetzt hier ran. Können wir auch. Das wäre typisch Krankenhaus, ne? Lange Gänge. Okay, na dann. Ah, die Tür dann ruhig Richtung. Das ist ein Eingangs. Wow. Okay, kein Wunder, dass da 4x4 rein muss. Wo ist denn da vorne und wo ist da hinten? Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, egal, weil du einmal drum rumlaufen kannst. Ja. Oh, und sonst nichts dafür. Die Leute sollen ja die Show mitkriegen, das hat ein paar Fenster. Ein Fenster. Eigentlich hättest du in das Beleuchtungszimmer so einen Poster-Erleuchtung hängen müssen, so richtig fies. Können wir ja noch machen, oder? Da. Ah, so richtig fies. Zack. Komm, 50 Dollar. Das haben wir ja wohl. Gekauft. Bin ja gespannt, ey. Der Umtöpfer. Die Frage, ob wir demnächst nicht mal wieder Beförderung. Tick Crease, unsere Assistentin. Wird dann zur Assistentin. Ja, komm hier. Aber wir gerade hier am 9K. So der Geiz. So viel Kisten an Stationsschwester. Ja, ich weiß ja nicht, wie es ihnen geht, aber ich finde diese ständige Todesfälle etwas deprimierend. Wäre es vielleicht möglich, in ein paar Monate ohne Todesfälle zu überstehen? In der Psychiatrie, ja, definitiv. Aber also Psychiatrie entwickelt sich ja immer mehr zu so einem allgemeinen Krankenhaus. Wir haben ja alles mittlerweile. Ich dachte, wir wären hier so fokussiert darauf. Und solange das hier nicht irgendwie ausgelastet ist, oder warten die alle Terminpsychiatrie, könnte man eine Bank oder so vorsetzen. Meinst du, die setzen sich dann dahin? Vielleicht, sieht auf jeden Fall auch schön aus. Weißt du, kannst du hier nämlich vor der. Ja, ach cool. Können sie davor nämlich warten. Auf ihren Termin. Das ist perfekt. Hier ist nach wie vor krasser. Müssen wir doch noch mehr Ärzte einstellen? Das Ding ist, wir haben 2 Ärzte, ne? Einer. Was sagt denn dir das Zeichen da oben? Was denn? Das hier? Ja. Braucht da auch ein Arzt, oder? Was sagt mir das? Das ist, glaube ich, ein Arzt, ja. Aber die sind ja flexibel, die arbeiten ja über. Oh Gott. Auszeichnung, jährliche Bewertungen. Gucken wir uns an, oder? Ja. Gesundheitsmeister ist Two Point County. Hallo und herzlich willkommen. Two Point Radio. Und Arzt des Jahres ist. Daumen drücken. Dr. Puppy Fluff. Das ist unser. Krankenpfleger des Jahres ist.
Mr. Knee Strike, auch unser. Sehr gut. Woo, woo, woo. Hausmeister des Jahres und. Das ist eine Sie. Ballistics, nee, nicht an uns. Nein. Wie heißt denn so diese? Ich weiß, wie sie aussieht, aber ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Und Assistent des Jahres. Bungel Meditech. Was? Ist das nicht diese Firma, von dem wir auch die Tech Arbeitgeber haben? Des Jahres ist. Das sind ja wohl wir. Yes! Ja. Noah Bullocks! 5.000 gibt's dafür und Ruf. Sehr keine gut. Todesfälle. Das ist, na. Die Orbi Stiftung, okay. Okay. Krankenhaus mit höchstem Prestige. Und. Auch die Orbi Stiftung, oh, unser Erzrivale. Und unser Patientenpreis. Komm schon. Aber das Publikum liebt uns, oder? Ah, nein. Auch an Meditech. Okay, danke. So, wir haben immerhin drei Preise gekriegt. Komm, hier Arzt und Krankenpfleger des Jahres. Ich finde, Arzt des Jahres ist quasi auch wie bester Schauspieler, beste Schauspielerin. Ja. Cool, ich erzähle euch so lange mal ein bisschen noch weiter, ne? Ich habe ja noch ein paar Stationen offen. Es gibt immer die Palliativmedizin. Die kümmert sich, also sie lindert das Leid von unheilbaren Patienten, die so schwer krank sind, dass man sie nicht mehr heilen kann. Und Schmerzlinderung steht da an erster Stelle. Da habe ich auch großen Respekt. Also wer da arbeitet, ich persönlich fand das immer sehr schwierig. Die was? Die Palliativmedizin. Was? Wenn Leute so schwer krank sind, dass sie nicht mehr geheilt werden. Dass du nur noch Schmerz heilst, ne? Ja. Schmerzlinderung. Ja, heißt das. Völlig, ja. Du kannst ja nicht den Schmerz heilen. Ja. Wir sollen ja zwei Gebäude besitzen, um hier auch weiterzukommen. Ja. Du, was sagt der Promi? Ah ne, der kommt jetzt erst. Ein Spitzensportler, der wäre mein Patient. Das ist auch geile Storys, die kenne ich noch. Ja. Ja, was mit Hertha und, nee, Eisbären, oder? Mhm. Berliner. Hey, wir wollen die Eisbären sehen. Okay, stelle bei einem Patienten eine Diagnose und heile ihn. Ich hatte auch sogar aus Übersee manchmal Fußballer. Cool. Das ist ganz cool. Okay, ich überlege nämlich, ob wir vielleicht einfach das Ding hier kaufen. Ja. Und dann da unsere Psychiatrie reinlagern. Können wir machen. Halt quasi so ein extra Ding dann. Das dachte ich eher an was Kleineres, weil die sind alles so groß. Na dann. Das wollen wir ja eh haben, von daher. Oh, es wird dann auch größer. Okay, ist doch was Größeres. Ah, es dauert dann noch. 14 Tage. Okay. Diese Warteschlange hört nicht auf, ne? Vielleicht brauchen wir noch einen Arzt. Cool. Genau, und dann hast du natürlich ganz, ganz, ganz viel Psychiatrie. Psychiatrie übrigens. Wir haben eine Psychiatrie. Sehr gut. Den nehmen wir Lauren Tornado. Alter, sie hätte ich auch so genommen. Und Pornos. Lauren Tornado. Reizbar, grantig. Sie arbeitet aber für umsonst. Ist aber, glaube ich, genau richtig im Umgang mit Menschen. Boykottiert aus ökologischen Gründen Produkte von dem Hersteller, was wir hier gerade schon abgegradet haben. Wenn wir sie da drin erwischen, dann schlage ich auf die Finger. Mhm. Und ich hole mal Katana. Okay, jetzt geht's doch da dann besser voran, oder? Braucht die eigentlich ein eigenes Behandlungszimmer, oder? Ich hab's jetzt hier reingeballert. Ich habe noch nicht ganz gecheckt, ob sie jetzt nur hier arbeitet. Dann wäre sie ein bisschen verloren, weil sie ja eigentlich... Ja. Ach, hier, guck mal, jetzt aber Einnahmen. Ja. 12.000 Gewinn. Erzähl mal die Eisbärengeschichte. Erstmal erzähl ich noch die zwei Stationen, die fehlen. Okay, sorry. Das ist das Polizeisyndrom. Das ist zu wenig Aufmerksamkeit. Ich will Aufmerksamkeit haben. Ja, wir brauchen noch die Diagnose. Geil. Achso, Platz 9 in der Warteschlange. Ey, come on. Wenn ich 9. in der Warteschlange bin, wenn ich zum Arzt gehe, bin ich glücklich, ey. Was uns noch fehlt, sind die ganzen speziellen Stationen. Also Urologie für alle Erkrankungen von Nieren, Harnblasen, Harnleiter, Geschlechtsorgane des Mannes gehören dazu. Weil ihr habt ja keine Gyn. Also ihr geht nicht zum Gynäkologen, sondern was ihr gehört... Was habt ihr eigentlich? Ja, was habt ihr eigentlich, ey? Dann hast du halt Pneumologie, das ist alle Lungenerkrankungen und so weiter. Solche Stationen gibt es meistens noch. Dann natürlich Unfallchirurgie und manchmal hat man auch plastische Chirurgie. Das heißt aber nicht, dass man in diesem Krankenhaus Schönheits-OPs im klassischen Sinne quasi bekommt, sondern... Gerade in Unfallkrankenhäusern gibt es sowas oft, weil die Leute natürlich deswegen auch Unfallchirurgie halt entstellt sind zum Teil und man das halt wieder gerade
ausdrückt. Das klingt blöd. Aber ich weiß auch nicht, wie man das nett ausdrückt. Ihr wisst alle, was ich meine. Ich soll die Geschichte von dem... ich sag natürlich nicht, wer es ist, weil das ist, ja, das darf man ja nicht. Das ist quasi Datenschutz des Patienten. Aber als ich im UKB, also im Unfallkrankenhaus, gearbeitet, hatte ich einen netten Eishockeyspieler. Ein super, super großer, super sympathischer, super witziger junger Mann. Und als er dann das erste Mal zu mir in Behandlung kam und wir uns ein bisschen unterhalten hatten, meinte ich so, ja, und was darf ich denn heute Schönes machen? Weil bei uns im Unfallkrankenhaus war das so, dass natürlich hast du die Patientenakten, aber die haben einen wie so einen Stundenplan, was sie alles am Tag machen müssen, so durchgetaktet. Und der ist nicht immer gleich. Das heißt, bei der ersten Stunde kriegst du den Stundenplan überreicht und gehst mit dem durch, mit dem Patienten, dass das alles so passt. Und was er sich auch vorstellt und wünscht, gerade bei Sportlern, ist das ja ein bisschen, die haben eine höhere Regenerationsrate, weil ein Sportlerherz meistens gesundheitlich sehr fit und so weiter, bla bla bla. Und er grinste mich so an. Und grinste so, ganz verlegen, und ich meinte, was ist denn los? Und dann was ist dir denn so unangenehm? Er so, du musst meinen kleinen Finger behandeln, aber bitte sag's nicht den Fußballern! Und ich musste so unglaublich lachen, weil er hat sich auch richtig umgeguckt, ob irgendeiner von den Fußballern um die Ecke gerade ist, weil es war ihm so unangenehm, aber natürlich brauchst du als Eishockeyspieler halt deine Finger. Gerade an der Führungshalle. Sag bloß nicht den Fußball an, bitte. Und ich so, okay, alles klar, kein Problem. Ich erzähl's keinem. Und es war mal so süß, weil ich habe bei ihm Strombehandlungen gemacht und die sind meistens am Anfang, wenn man reinkommt, ohne dass der Patient irgendwie auf einer Liege oder Bank liegt, wo so Vorhänge vorgezogen werden. Und dann habe ich mich mit ihm immer extra umgesetzt, damit auch keiner sieht, was ich eigentlich mit ihm mache. Richtig witzig. Und er war so cool und nett. Oh Mann. Es war schon sehr schön, die Zeit. Manchmal war ich ein bisschen neidisch, weil die Stundenplan von den meisten Patienten fing immer an. Jeden Tag durften sie morgens erstmal schwimmen, im Schwimmbad. Und dann, das ist schon ziemlich cool. Ich check grad nicht, ob unser... Ja, erstmal neue Toiletten jetzt ziemlich in unserem neuen Psychiatriekomplex, ja. Ne? Nein, brauche nicht noch eine Arztpraxis. ob jetzt hier, weil jetzt das Symbol ist, ob der Psychiater das nicht gecheckt hat, ist das unser Topmann hier, Dr. Ernie. Ja. Weil den kann man, wo ist er hin? Ich hab ihn doch gerade noch. Kann man den nicht? Ich glaube, man kann ihn nehmen. Sorry. Ja. Sorry, ja, ich weiß, wo das auf der Toilette. Muss jetzt hier arbeiten. Ja. Kurz geklärt. So. Hat er sich jetzt in die Hosen gemacht? Ich dachte, er will kurz hier an die Pflanze pinkeln. Ja, geh. Och, dahin. Nein, okay. Da, geh. Er macht das schon. Ach, er freut sich an der Pflanze. Er muss schon echt dringen, ne? Guten Tag. Oh nein, er muss auf Toilette und. jetzt kommt so ein Rockstar da rein. Geil. Weil hier brauchen wir dann später aber noch ein zweites. Ja, auf jeden Fall brauchen wir so relativ fix. Also wir haben unglaublich viele Leute, die warten. Wie reduziert man das denn? Mehr Diagnose, mehr. Die warten halt alle auf eine Diagnose wahrscheinlich. Einen Termin in der Arztpraxis, Termin. Kann man nicht zwei Leute in eine Praxis einen zweiten Tisch reinstellen? Das wundert mich. Kannst du das bitte rausfinden? Okay. Das sind aber so allgemeine Sachen. Die kann man nicht. Warte, wir könnten versuchen hier. Aber ist das nicht hier Bürotisch? Nee, geht nicht. Ups, ist ausgegraut. Ja. Es darf nur einer. Das wäre aber auch komisch, guck mal. Hallo? Datenschutz und so. Zweimal. Bestimmt, aber in Amerika gibt's sowas. Also. Hallo, das ist Amerika, glaube ich nicht. Also es gibt eigentlich... doch, das sind so lange. Das ist so ein Schnellkrankenhaus, denke ich, sowas. Nein, es gibt ein Wort dafür. Oh Mann, okay, aber eigentlich müssen wir dort zweiten noch eine Arztpraxis einbauen. Dann bau die hier unten hin. Ja. Also machen wir hier eher so diesen allgemeinen. Also später, und das wird hier so quasi kommst du rein, wirst du quasi diagnostiziert und dann gehst du hier. Ah, schon gewusst. Du kannst die Position eines Patienten in der Warteschlange ändern, indem du die Patientendetails oder die Zimmerdetails. Tja, man kann Prioritäten erstellen quasi. Das ist cool. Ja, wohin? Hier unten. Aber dann haben wir so wenig Platz. Oder in die Mitte. Wir brauchen ja nicht so einen fetten... Dieses Ding hier ist irgendwie... Ja, da müssen wir noch was hinbauen. Vielleicht machen wir hier so eine nette Sitzecke rein. Genau, ja. Warte, dann geht der Gang hier so durch. Und dann machen wir da noch so einen Gang. Weil dann müsste jetzt hier...
Ja, es sind auch nur drei halt. Das wollte jetzt, ich krieg dann keinen. Uns fällt irgendwas ein. Ja, wir machen das erstmal, ne? Weil es sieht nicht gut aus irgendwie. Ja, ist egal. Nee. Schönbaum geht hier nicht, glaube ich. Ja, aber es sieht, also sieht halt beschissen aus. Dann mach wenigstens auf Pause. Okay. Vor Gold ist unsere wertvolle Zeit. Aber wer verdient Geld? Apropos Zeit. Ich habe die bestimmt nicht gestoppt, die Zeit. Ich glaube, das ist für die Folge, muss mega lang sein. Okay, wir bauen jetzt hier das Ding noch. Und dann gucken wir mal weiter. Glaubst du, dass wir schon so lange reden? Ich glaube nicht. Ja, aber schon lang. Wir haben doch erst angefangen. Ich habe doch nur von dem Krankenhaus erzählt bisher. Wir haben komplett erzählt, was quasi alles so geht. Egal, du baust jetzt erstmal. Bin nicht ganz sicher, wie und wo. Und wir machen die Station einfach bis hier und dann war jetzt hier eine große Superpraxis rein. Ja. Das, was sich gar nicht lohnt. Weil das so wirklich winzig klein ist. Ja, okay, warte. Das passt halt alles hier nicht mehr. Also wenn ich jetzt hier eins reinmache, kriege ich ja halt kein zweites mehr sinnvoll daran. Aber hier passiert jetzt auch nichts mehr in der Folge. Ich baue nur noch dieses Ding. Bis ich irgendwann glücklich bin damit. Ich bin nur noch nicht ganz glücklich. So machen wir das nämlich. Dann passt jetzt noch eins daneben. Ein Dreier mindestens. Das wird jetzt hier so ein kleiner Zwischenbereich. Ja, und dann machst du aber wenigstens ein Fenster noch irgendwo hin. Und andersrum den Tisch. Nee, ist richtig, oder? Achso, doch, stimmt, der Arzt ist da, ja. Computer. Okay, sieht überall gleich aus, buh. Der kriegt ein paar Fenster. Okay? Ja. Feuerlöscher, ist wichtig. Wir kaufen gleich auch, in der nächsten Folge kaufen wir mal ein bisschen, schalten wir mal ein bisschen Stuff frei, oder? Oh ja. Bonus. Geschätzter Krankenhausleiter. Ja, wir sind jetzt ein Ein-Sterne-Krankenhaus. Glückwunsch. Und das habe ich in dem letzten Krankenhaus schon mal vorgelesen. Mit wohlriechenden Grüßen. Fortfahren. Oh Gott, ich habe Tequila gelesen. Ich habe nur einen Tee und einen Kuh gesehen und das war automatisch schlecht. Wir machen uns da erstmal ein Bierchen, glaube ich. Ja, aber wir trinken mit euch. Finde ich, weil es stört euch ja nicht. Das haben wir ja schon rausgefunden. Cool. So, dann würde ich sagen, machen wir hier kurz einen Break. Gucken wir auf die Uhr, ob es jetzt 10 oder 40 Minuten waren. Nein, es war auf keinen Fall 40 Minuten. Wollen wir mal schätzen? Ich sage, das sind 20. Ich sage, es sind 28 Minuten. Okay. Let's go. Tschüss. Top, die Wette geht. Tschüss.